Ja, die Bank hat sich hier enorm bereichert. Es hätte einen Betrieb eigentlich dann auch das Knick brechen können. Dann würde ich quasi da auf den Zinssatz zahlen, aufs Jahr gerechnet, von 2.760%. Angesichts der üblichen Darlehensraten bewege ich mich da im Bereich der Sittenwidrigkeit. Also, ich habe dann unbegrenzt Schulden? Wer 4.000 Euro bei Ihnen haben will, muss erstmal 4.000 Euro mitbringen. Die Bank lässt sich hierfür eine Leistung vergüten, die sie nicht im Kundeninteresse erbringt, sondern im eigenen Interesse. Ach, die wie für mich gemacht Gebühr. Jetzt sind wir am Ende. Können Sie mich noch sehen? Dann brauchst du sie leider. Sonst kriegen Sie ja kein Geld. Ohne Banken geht es nicht. Jeder braucht ein Girokonto und viele einen Kredit. In Finanzfragen sind die meisten Menschen unsicher. Wie sind die Erfahrungen, will Wieso-Reporterin Eva-Maria Lemke wissen. Vertrauen Sie Ihrer Bank, ist die große Frage. Ja, vielleicht, nein. Grün für ja, gelb für vielleicht, rot für nein. Welches Bällchen darf es denn sein? Gelb, 50-50. 50-50, okay. Na, genau, ich glaube, dass die zum Beispiel die Zinsen immer richtig abrechnen. Ich glaube, dass sie mir immer die Wahrheit sagen, wenn ich sie was frage. Ich glaube, dass sie mir nicht zu viel berechnen. Nein, Sie vertrauen Ihrer Bank nicht. Ich vertraue meiner Bank. Tatsächlich? Es sind ja nicht nur Unmenschen dort. Also ich nehme den gelben Ball für die jetzige Bank. Ich vertraue heute keiner Bank mehr uneingeschränkt. Dabei werben die Banken um dieses Vertrauen. Doch Bankkunden erleben etwas anderes. Wenn man selbstständig ist in der heutigen Zeit, geht es ganz schnell, dass wenn die Umsätze nicht mehr so sind, wie man sie sich eigentlich vorgestellt hat und geplant hat, nachher nicht mehr eintreten und dann wiederum die Banken sämtliche Kredite streichen. Streichen? Einfach so? Ja. Von einem Tag auf den anderen ja. Gekündigt? Oder ja. Also ich habe mal einen Dispositionskredit gehabt ja. Und der ist mir von heute auf morgen gekündigt worden. Wissen Sie warum? Nein. Haben Sie nachgefragt? Ja. Die wussten die Gründe auch nicht. Ja, es ist ganz schwierig, Kredite zu bekommen. Dann ist es ganz schwierig, manchmal runterzukommen von den Bearbeitungsgebühren. Wer schlechte Erfahrungen bei der Kreditvergabe macht, verliert Vertrauen. Oma Hanne Pries soll deshalb für Wieso Banken auf die Probe stellen und Lockvogel spielen. Angeblich braucht sie eine neue Küche im Wert von 4.000 Euro. Die sollen ihr die Banken finanzieren. Weil Oma keine Ahnung hat vom Kreditgeschäft, steht ihr Finanzexperte Andreas Kunze zur Seite. Gemeinsam nehmen sie sich die größten Filialbanken vor, denn die locken mit tollen Kreditkonditionen. Da gibt es den Best Credit, den Easy Credit. Oder den Wie-für-mich-gemacht-Kredit und natürlich verlockend niedrige Zinsen. Hanne sollte also keine Probleme haben, einen günstigen Kredit zu bekommen. Ihre Kreditwürdigkeit ist makellos, denn sie hat ein sicheres Einkommen, eine Rente von knapp 1.000 Euro, keine Schulden und eine saubere Schufa. Fordern die Banken zusätzliche Sicherheiten, dann hat sie als Trumpf noch eine vermietete Eigentumswohnung zu bieten, die ihr zusätzlich 400 Euro Einnahmen bringt. Doch Andreas Kunze ist skeptisch. Was ich aber vor allem erwarte, ist, dass wir zwar eine Kreditberatung reingehen, aber eher einen Kreditverkauf erleben, jedenfalls bei denen, die an Rentner was verkaufen, dass sie also versuchen werden, eher den Kredit zu nehmen, der ihnen am meisten an Krediteinnahmen bringt. Und los geht's. Ein Bus wird zur mobilen Einsatzzentrale. Von hier kann Experte Andreas Kunze die Kreditberatungen verfolgen. Hanne soll dazu alle wichtigen Informationen wiederholen. Versteckt drehen ist erlaubt, nur der Ton darf nicht aufgezeichnet werden. Deswegen werden alle Gespräche später nachgesprochen. Über einen Knopf im Ohr ist Kunze mit Hanne verbunden. Hanne, hörst du mich? Ja, Andreas. So kann er ihr Tipps und Fachbegriffe einflüstern. Todesfallratenschutz. Todesfallratenschutz. Ganz einfach, Sondertilgung. Sondertilgung. Effektivzins. Effektivzins. Genug geübt, los geht's zur ersten Kreditanfrage. Mit dabei Alibi-Enkel Jan als Zeuge. Oma soll es bei der Sparkasse versuchen. Die will nicht 0815 sein und lässt in Werbespots nachstellen, wie unseriös die Konkurrenz angeblich arbeitet. Das würde man ja selbst nie tun. Erst rede ich über das Wetter, dann mache ich irgendein Kompliment, dann schaue ich, ob die Kunden überhaupt genug Geld haben. Gehen Sie zur Sparkasse. Das Sparkassenfinanzkonzept.
Eine Bank mit Konzept, die Kunden eben nicht über den Tisch zieht. Das klingt vielversprechend. Doch was die mittelbrandenburgische Sparkasse tatsächlich unter einer ganzheitlichen Beratung versteht, wird Oma Hanne gleich erfahren. Zunächst erklärt die Beraterin ihr, dass es zwei Sorten Kredite gibt. Wir bieten derzeit kleine Privatkredite unter 5.000 Euro zu einem Zinssatz von 8,99% an. Günstiger sind Kredite über 5.000 Euro. Die gibt's schon für 5,99%. Also 5,99% für einen 5.000 Euro Kredit und 8,99%, wenn ich mir nur 4.000 leihe. Und das ist die gleiche Laufzeit. Ist denn das die gleiche Laufzeit? Ja, das wäre die gleiche. 4 Jahre. Überlegen Sie doch nochmal, ob Sie nicht vielleicht doch mehr Geld brauchen. Der 5.000 Euro Kredit ist günstiger. Also Sie meinen, ich soll mir lieber 5.000 leihen? Das ist die beliebte Darf-es-ein-bisschen-mehr-sein-Masche. Denn eigentlich braucht Hanne ja nur 4.000 Euro und nicht mehr. Doch der Zinssatz der Sparkasse erscheint sehr günstig, auf den ersten Blick jedenfalls. Das tolle Angebot hat nämlich einen gewaltigen Haken. Die Bank verlangt Sicherheiten und die sind teuer. Wie sind Sie denn abgesichert im Todesfall? Haben Sie da konkret vorgesorgt? Also haben Sie eine Versicherung oder sowas? Eine Vorsorge? Nein. Aber das Leben ist endlich. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Und ein lukratives Geschäft für die Sparkasse. Denn jetzt kann sie Oma eine passende Versicherung verkaufen. Das gehöre zum ganzheitlichen Finanzkonzept, erklärt die Sparkasse später. Normalerweise haben wir immer die Möglichkeit, im Programm einen Todesfallschutz einzubauen. Das geht jetzt aber aufgrund ihres Alters nicht mehr. Wir könnten es mit einer Sterbegeldversicherung versuchen. Sterbegeldversicherungen bieten die Möglichkeit, Geld für die eigene Bestattung zurückzulegen und gelten schon seit langem als viel zu teuer und wenig empfehlenswert. Hier soll Hanne 8 Jahre einzahlen, obwohl der Kredit nur 4 Jahre läuft. Ist das notwendig für den Kredit? Ist denn das notwendig für den Kredit? Ich fürchte ja. Eine normale Ratenschutzversicherung kriegen Sie in Ihrem Alter leider nicht mehr. Deshalb würden wir den Kredit in Ihrem Fall mit einer Sterbegeldpolice absichern. Damit steigt Omas monatliche Belastung auf 195 Euro. Das ist mehr, als sie sich eigentlich leisten kann. Die beabsichtigte Absicherung bringt die Sterbepolice aber gar nicht. Was zahlt die Versicherung im Todesfall? Also in den ersten 3 Jahren bekommen Sie nur die eingezahlten Beiträge wieder. Ach so, das heißt, im ersten Jahr wären das 900 Euro, nach 2 Jahren 1.800 und nach 3 Jahren 2.700? Die volle Kreditsumme bekommt Oma erst ab dem 4. Jahr ausgezahlt. Wenn ich das richtig verstehe bei Ihnen, dann nutzt die Versicherung für mich gar nichts. Also versichert bin ich dann aber doch gar nicht. Sie sind von Anfang an versichert, nur nicht mit der kompletten Summe. Wir fingen an mit einer Kreditberatung und waren in 0,nix bei einer Verkaufsveranstaltung für eine Sterbegeldversicherung. Eine Versicherung, die unsere Oma definitiv nicht brauchte und die in dem Zusammenhang vollkommen unsinnig war. Also das war indiskutabel. Überflüssig und teuer? Auf so eine Versicherung kann Oma verzichten. Doch das geht leider nicht. Ohne Todesfallschutz würden wir das grundsätzlich nicht machen. Also, wenn ich die Versicherung nicht abschließe, bekomme ich keinen Kredit von Ihnen? Ja, das ist die Bedingung. Viele Banken sagen grundsätzlich nein. Wir versuchen da eben Wege zu finden. Ohne Versicherung kein Darlehen. Das nennt man Koppelgeschäft. Beim Koppelgeschäft aber müssen die Kosten der Versicherung in den Zins eingerechnet werden. Oma hakt nach. Kann man denn den Effektivzins ausrechnen mit der Versicherung? Nein. Nein? Das kann das Programm nicht. Dafür aber Markus Feck von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Für Wieso berechnet er den Effektivzins des Sparkassenangebots? Unterstellt, dass die Kreditvergabe abhängig war von dem Abschluss des Versicherungsvertrages, bedeutet das, man muss die Kosten der Versicherung in den Zinssatz mit einrechnen. Kosten sind hier 2.200 Euro. Das ist ja etwas, was die Frau nie zurückerhält. Und wenn ich das jetzt in den Effektivzins einrechne, lande ich bei einem Zins jenseits der 24%. Und angesichts der üblichen Darlehensraten bewege ich mich da im Bereich der Sittenwidrigkeit. Ein Kreditangebot, das gegen die guten Sitten verstößt? Die Sparkasse erklärt dazu, dass von einem Koppelgeschäft keine Rede sein könne. Deshalb sei auch eine Effektivzinsberechnung, die die Kosten der Versicherung berücksichtigt, nicht notwendig. Bei der Deutschen Bank geht es hoffentlich seriöser zu. Denn hier geben die Mitarbeiter persönlich ein Versprechen ab, um Vertrauen zu gewinnen.
Kundenvermögen mit Respekt zu behandeln, heißt für mich zunächst mal zuzuhören. Eine Bank, die ihren Kunden zuhört. Das lässt hoffen. Doch es kommt anders. Ich möchte gerne eine neue Küche anschaffen. Naja, Küchen sind teuer. Meine Kollegin hat neulich eine für 46.000 Euro gekauft. Und was haben Sie ungefähr veranschlagt? Naja, 4.000 Euro. Mehr kann ich nicht und mehr will ich nicht. Eine klare Ansage. Oma braucht 4.000 Euro und mehr nicht. Doch die Beraterin schlägt etwas anderes vor. Möchten Sie über Ihr Geld vielleicht lieber flexibel verfügen? Also wir haben da eine neue Art von Kredit, die ist flexibler. Da geben wir Ihnen einen Rahmen von 8.000 Euro vor. Wie kommt die Beraterin auf 8.000 Euro? Omas Wunschküche kostet doch nur 4.000. Einen ganz normalen Ratenkredit mit einer festgelegten Summe hat die Beraterin auch im Angebot, empfiehlt Hanna aber den flexiblen Rahmenkredit. Der ist praktisch, wenn man noch nicht genau weiß, wie viel man braucht. Aber ich weiß doch genau, wie viel ich brauche. 4.000 Euro, mehr will ich gar nicht. Doch das überhört die Beraterin. Sie will Oma den Rahmenkredit verkaufen, doch der hat einen Haken. Was ist denn der Nachteil bei dem Rahmenkredit? Wo liegt da der Nachteil, wenn ich das flexibler mache? Nachteile gibt es nicht. Keine Nachteile? Der flexible Rahmenkredit hat sehr wohl seine Tücken. Aber bei dem Flexiblen sind da auch die Zinsen flexibel? Die Zinsen sind dann auch flexibel? Die Zinsen können sich verändern im Laufe der Zeit. Das ist ein bisschen so wie ein Dispo. Ein bisschen wie ein Dispo? Den bekommt Hanna auch bei ihrer Hausbank. Zwar flexibel, aber vor allem teuer. Das ist dann doch ein Nachteil. Es kann teurer werden. Aha, das ist der Nachteil. Aus einer Beraterin wird eine Verkäuferin. Am Rahmenkredit würde die Bank mehr verdienen. Den können Sie auch in 10 Jahren noch in Anspruch nehmen und er hat eine unbefristete Laufzeit. Also ich kann jederzeit unbegrenzt Schulden haben. Also, ich habe dann unbegrenzt Schulden? Na, Sie sind eben flexibel und müssten nicht immer einen neuen Kreditvertrag machen. Das ist ja auch immer etwas umständlich. Umständlich ist es vor allem, wenn die Bank Kundenwünsche ignoriert. Wenn Hanne dauerhaft Schulden hat, bringt das der Deutschen Bank dauerhaft schöne Zinserträge, geht der Oma aber ins Geld. Deshalb hakt sie nach. Damit ich das verstehe, schreiben Sie das doch mal hier bei dem Rahmenkredit den Zinssatz hin. Kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Den Zins können Sie mir jetzt noch nicht sagen? Ja, also wenn Sie es jetzt nicht weiß, wann dann? Können Sie mir den Zins denn nicht ungefähr sagen? Das kann man beim Rahmenkredit immer vergleichen mit dem Dispo. Der liegt jetzt bei 11,9%. Also 11,9% Zinsen. 11,9%? Mensch, das ist ja aber das Teuerste, was ich bislang gesehen habe. Aber das ist ja ganz schön teuer. Ja, das schwankt eben. Beim Rahmenkredit kann ich Ihnen das erst genau sagen, wenn ich es berechnet habe. Und für diese Berechnung braucht die Verkäuferin erstmal Ruhe. Das dauert eine Weile. Wollen Sie hier warten oder wollen Sie spazieren gehen, einen Kaffee trinken? Wie lange dauert es denn? Naja, schon eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Aber online kriege ich doch so eine Berechnung in 20 Sekunden. Aber online bekomme ich das doch in 20 Sekunden. Ja, aber da hätten Sie sicher nicht diesen Rahmenkredit entdeckt. Stimmt, zum Verkauf von unsinnigen Produkten braucht es immer noch Menschen. Die Verkäuferin möchte Oma jetzt loswerden. Hier in der Nähe kann man ganz gut Eis essen oder Kaffee trinken. Ich würde Ihnen das Geld auch erstatten. Sie geben mir 3,50 Euro für einen Kaffee? 3,50 Euro von der Deutschen Bank. Ja, als Geldanleger müsste ich ja schon mindestens 1.000 Euro anlegen. Um so viel an Zinsen zu kriegen. So ein Angebot kann Oma nicht ausschlagen. Gut 20 Minuten sitzt Hanne im Eiscafé. Dann ist die Beraterin fertig mit ihrer Berechnung. Doch das Ergebnis ist eine Enttäuschung. Ich habe in Ihrer Schufa einen Kfz-Leasing-Vertrag entdeckt. Ja klar, ich habe ein Leasing-Auto. Ist das ein Problem? Aufgrund dieser Verbindlichkeiten kann ich Ihnen keinen Kredit geben. Unser System hat das so berechnet. Doch Oma hat noch einen Trumpf im Ärmel, um ihre Bonität zu verbessern. 400 Euro Zusatzeinkommen durch ihre vermietete Eigentumswohnung. Hanne, bring jetzt mal die Wohnung ins Spiel. Na, ich habe ja auch noch eine Wohnung, die ich vermiete. Da bin ich dann eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner. Das müsste ich erst prüfen, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Muss ich jetzt etwa noch einen Kaffee trinken gehen? Jetzt reicht es Oma und auch Andreas Kunze ist nicht zufrieden mit der Leistung der Deutschen Bank.
Die Deutsche Bank hat eindeutig versucht, unsere Oma in Richtung Rahmenkredit zu drängen. Das wird auch Abrufkredit genannt, ist aber für sie vollkommen sinnlos. Ein Rahmenkredit ist ähnlich wie ein Dispo-Kredit, wo man sehr flexibel Geld abholen kann, aber eben dann auch regelmäßig Schulden auf dem Girokonto hat. Fast 12% sollte dieser Rahmenkredit kosten und diese Zinsen können auch noch steigen. Kredite mit variablem Zinssatz haben ihre Tücken und da verrechnen sich Banken schon mal gerne. Und die Kunden, überprüfen die ihre Zinsabrechnungen? Ich glaube, es gibt wenig Leute, die es tatsächlich nachrechnen, ja. Und da verlassen sich viele Leute absolut auf das, was da steht. Du auch? Ja. Nicht, was jetzt Zinsen oder sowas betrifft, da müsste ich mich ja einlesen. Und wenn ich jetzt einen Kredit habe, dann verlasse ich mich einfach auf die Beratung der Sachbearbeitung bei der Bank. Das habe ich noch nie nachgerechnet. Noch nie nachgerechnet? Sollte ich vielleicht mal. Einer, der das getan hat und dabei eine böse Überraschung erlebte, ist Jörg Nagel. Vor 20 Jahren gründete er in Wiesloch seinen Betrieb für Kfz-Aufbereitung. Finanziert durch ein variabel verzinstes Darlehen der Raiffeisenbank Wiesloch-Bayertal. Der Nagel hoffte auf niedrigere Raten. Überall hörte er von sinkenden Zinssätzen, nur bei seinem Kredit tat sich nichts. Also fragte er nach. Die haben das halt so hingestellt, alle Wenn und Aber gesucht, um mir halt zu erklären, ich müsste zufrieden sein, so wie das jetzt im Moment ist. Und das waren wir aber ganz und gar nicht. Dabei präsentieren sich die Volks- und Raiffeisenbanken in Werbespots gerne als verlässliche Partner von Unternehmern, die die Banken loben. Aber irgendwann kommen sie an eine Grenze, wo man sagt, das geht nicht mehr. Und da muss jemand da sein, der sagt, da geht's her. Doch Jörg Nagels Raiffeisenbank sagte, da geht nichts. Deshalb wendet er sich an einen Zinsprüfer. Der rechnet nach und stellt fest, die Bank hat den variablen Zins falsch angepasst und knapp 80.000 Euro zu viel kassiert. Ja, die Bank hat sich hier enorm bereichert. Das ist ja offensichtlich, sieht man ja hier, das ist Wahnsinn. Die obere Linie zeigt den Zins, den die Bank mit Jörg Nagel abgerechnet hat, um die 7%. Da ein variabler Zinssatz vereinbart war, hätte die Bank an den Referenzzinssatz die Linie unten anpassen müssen. Und zwar so, wie es die gestrichelte Linie in der Mitte zeigt. Der krasseste Fall? Die Bank berechnet 6,75% Zinsen, hätte aber nur 2,1% nehmen dürfen. 4,5 Prozentpunkte zu viel. Das wäre der korrekte Zins gewesen und die Bank hat das doppelte Dreifache genommen. Und das ist nicht legal. Die 80.000 Euro, wo uns dann zu viel abgenommen worden sind, war doch schon eine große Summe. Und es hätte einen Betrieb eigentlich dann auch das Knick brechen können. Die Raiffeisenbank Wiesloch-Bayertal erklärt gegenüber Wieso, dass der Fall derzeit von unseren Anwälten intensiv geprüft werde. Das tut die Bank nun schon seit 2 Monaten. Ja, ich sehe das natürlich so, wenn ich der Bank was zu zahlen habe, wegen 1 oder 2 Euro, dann rufe die 5-mal an oder ich kriege dann, wenn ich mich nicht melde, gleich 5-mal ein Schreiben. Und die Sache jetzt bei mir mit den knappen 80.000 Euro zieht sich inzwischen doch schon wie ein Kaugummi. Bis heute wartet Jörg Nagel auf sein Geld und hat inzwischen die Bank gewechselt. Zur Raiffeisenbank Wiesloch-Bayertal, bei der er 25 Jahre Kunde war, hat er kein Vertrauen mehr. Falsche Zinsanpassungen sind eine gängige Bankenmasche. Sogar beim gewöhnlichen Girokonto findet Ralf Brendel immer wieder Falschabrechnungen. Denn auch der Dispo-Kredit muss sich nach einem Referenzzins richten. Doch das ignorieren die meisten Banken. Ist das Konto seit 2008 schon bestehend, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Fehlabrechnung. Weil 2009 sind sämtliche Refinanzierungssätze dramatisch in den Keller gefallen und die Bank hätte anpassen müssen. Nicht können, müssen. Das haben aber die wenigsten getan. Und daher gibt es automatisch für diese Kunden einen Rückerstattungsanspruch. Kundenansprüche sind das eine, die Reaktion der Banken das andere. Kundenerlebnisse. Ach, sie drohen aber schon ihrer Bank. Ja. In welchen? Na, mit den Gebühren hatte ich es dann so, dann sind sie runtergegangen mit den Gebühren. Dann hat man es anders gemacht. Also ich habe mich mehrmals beschwert, telefonisch, dann auch über E-Mails und so weiter. Und so, ich glaube, nach 2 Monaten, wo ich dann gedroht habe, da ich selber im Produktmanagement arbeite, weil die mir gesagt haben, dass sie das weitergeben müssen zu Produktmanagement, haben sie mir das dann gut geschrieben. Meckern kann sich also lohnen. Wieso-Reporterin Eva-Maria Lemke probiert aus, wie Banken-Hotlines reagieren. Die Gespräche werden mitgehört und nachgesprochen.
Viele Banken werben mit günstigen Zinsen, manche sogar mit Nullzinsen, so wie die Targo Bank mit ihrer Dispo-Freigrenze. Gibt es ein Girokonto, das ein Auge zudrückt, wenn es am Monatsende mit dem Geld mal etwas eng wird? Ja, die Girokonten der Targo Bank mit Dispo-Freigrenze. Nutzen Sie zinsfrei bis zu 200 Euro Ihres Dispos. Wir fragen bei der Targo Bank nach. Hallo, schönen guten Tag. Eva-Maria Lemke ist mein Name. Ich habe zunächst mal eine Frage, und zwar darf meine Nachbarin mithören? Die hat nämlich ähnliche Fragen wie ich und wir haben uns jetzt gedacht, wir rufen einfach zusammen an. Ja, na klar. Ja, ich interessiere mich nämlich für den Dispo-Kredit bei Ihnen. Wie viel Freibetrag habe ich denn dann eigentlich genau? Ja, 50 Euro. 50 Euro. In der Werbung war, glaube ich, von 200 die Rede. Ja, 100 Euro. Also 200 Euro haben wir keinen Dispo-Freibetrag. Ach echt? Habe ich aber wirklich gerade den Werbespot gesehen. Ja, muss ich mal ganz kurz gucken. Ich schau mal kurz nach, weil das bieten wir, glaube ich, gar nicht so oft an. Wie war nochmal der Werbeslogan? Gute Frage. Einfache Antwort. Beim Premium-Konto haben Sie die Dispo-Freigrenze von 200 Euro. Okay, was ist denn das Premium-Konto genau? Premium-Konto ist genau, wenn Sie zum Beispiel eine Geldanlage ab 50.000 Euro bei uns haben oder 2.000 Euro Gehalt. 50.000 Euro? Mhm. Okay. Oh, die Frau in der Werbung sah gar nicht so aus, als hätte sie 50.000 Euro auf der hohen Kante. Wir fragen auch gezielt nach Gebühren, die Verbraucherschützer für unzulässig halten. Zum Beispiel das sogenannte Mindestentgelt, das die Targo Bank kassiert, wenn der Dispo-Rahmen überzogen wird. Okay, verstehe. Sagen Sie, kommt ja doch durchaus mal vor, dass man über den Dispo hinauskommt. Also in diesem Fall dann eben um 1 Euro drüber. Das ist bei uns kein Problem. Das heißt, da gucken Sie dann einfach weg? Es gibt halt eine gewisse Toleranzgrenze. Wo die liegt, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Muss ich dann irgendwas bezahlen, irgendeine Strafe ab einem bestimmten Punkt? Nee, m-m. Kein Mindestentgelt? Nee, haben wir nicht. Eine Strafe zahlen Sie bei uns nicht, wenn Sie 1 Euro mehr drüber sind. Wissen Sie, ich habe das Preis-Leistungs-Verzeichnis hier und da steht, ja genau, auf Seite 11 steht, Targo Bank berechnet für jeden Monat, in welchem es auf dem Konto zu einer geduldeten Überziehung kommt, einen Betrag von 2,95 Euro. Ja, müsste ich da noch mal kurz gleich in der Fachabteilung nachfragen. So, danke fürs Warten. Ja. So wie es im Preis-Leistungs-Verzeichnis steht, ist es richtig. Auf gute Fragen hatte die Targo leider keine guten Antworten. Die Bank erklärt gegenüber Wieso, das Fachwissen der Hotline-Mitarbeiter sei begrenzt. Nächster Versuch. Mit Leidenschaft geht die Deutsche Bank zu Werke, glaubt man dem Werbeslogan. Es zeigt sich, dass die Bank vor allem leidenschaftlich gerne Geld verdient. Denn auch sie arbeitet mit der Mindestentgeltmasche. Hallo, schönen guten Tag. Sagen Sie, ich habe hier mir Ihren Preisaushang mal ein bisschen genauer angeguckt. Also da kann man sich anscheinend aussuchen, ob man einen Überziehungszins nimmt oder ein Mindestentgelt. Nein, wenn Sie zum Beispiel einen Disporahmen von 1.000 Euro haben, ja, und dann das Konto mal einen, mal 50 Euro überziehen, dann würden Sie nicht die vereinbarten 15,9% Überziehungszins zahlen, da kämen ja nur Centbeträge raus, sondern 6,90 Euro Mindestentgelt pro Quartal. Das heißt also, es rechnet sich eigentlich vor allen Dingen für Sie, oder? Ja, dafür sind wir eine Bank. Aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Jahr, kriege ich es irgendwie einfach nicht hin und bin immer mit 1 Euro oder sowas über dem, wie nannten Sie das gerade, geduldete Überziehung, ne? Ja. Genau. Also mit anderen Worten, 6,90 Euro mal 4, weil das Jahr ja 4 Quartale hat. Richtig, ja. Dann sind wir bei 27,60 Euro. Ja, das ist vollkommen korrekt. Und können Sie mir sagen, wie hoch dann der Zinssatz wäre, wenn man es jetzt umrechnen würde auf Zinsen? Das habe ich so noch nicht umgerechnet. Also aufs Jahr, auf einen Euro, 27,60 Euro, wären 2.760%. Möglicherweise. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich werde es jetzt auch nicht nachrechnen. Okay, aber 2.760% ist ganz schön viel, oder? Naja gut, Sie können wählen, ob Sie das Konto überziehen möchten oder eben nicht. Also es ist quasi so eine Art Erziehungsmaßnahme. Kann man vielleicht auch so sagen, ja. Oder einfach Zinswucher. Das jedenfalls werfen Verbraucherschützer der Deutschen Bank vor. Doch die will davon nichts wissen. Beim Mindestentgelt handele es sich um keinen Zins, sondern das für die geduldete Überziehung vereinbarte Entgelt. Mit Kompetenz und gutem Service glänzte keine der Banken-Hotlines.
Produkte verkaufen statt Beratung, hohe Kreditzinsen und falsche Zinsabrechnungen. Das sind nicht die einzigen Maschen der Banken. Auch bei Gebühren wird getrickst. Wenn Sie hier mal ziehen wollen, das ist die Preis-Leistungsliste Ihrer Bank. Berechnung einer etwaigen Zufälligkeitsentschädigung vor Ablösung eines Vertrags. Das ist ja voll normal. Ja, ist klar, da geht Ihnen ja natürlich das Geld für. Jetzt sind wir am Ende. Können Sie mich noch sehen und verstehen? Haben Sie kurz Zeit? Nein. Haben Sie so 3 bis 5 Stunden Zeit? Abwicklung des Girokontos. Naja, Sie sehen schon. Es gibt Gebühren über Gebühren. Einer, der sich mit seiner Bank um Gebühren stritt und bis vors höchste deutsche Gericht zog, ist Markus K. Mit seiner Familie lebt er in einem alten Feuerwehrhaus in Niedersachsen. Das hat er vor einigen Jahren renoviert und auch eine Garage aufs Grundstück gebaut. Die Kredite, die er dafür aufnahm, schuldete er vor 2 Jahren um auf ein Darlehen der Postbank. Glaubt man der Werbung, sind Extrawünsche problemlos finanzierbar. Sie brauchen finanziellen Spielraum für den einen oder anderen Wunsch? Und weißt du, was das Tolle ist? Da sind jetzt sogar noch mehr Extras dran. Ob mit Extras die Bearbeitungsgebühren gemeint sind? Jedenfalls berechnete die Postbank für Markus K.'s Darlehen 1200 Euro Bearbeitungsentgelt. Man hat es überall gelesen, in jedem Kleinstkreditvertrag, den man egal wo so abgeschlossen hat, steht Bearbeitungsgebühr. Und dann ist das schon in Anführungsstrichen normal. Man nimmt es so hin, es denkt, es wird richtig sein. Doch Markus K. will es genau wissen und findet mehrere Urteile von Oberlandesgerichten, die Kreditbearbeitungsgebühren für unzulässig erklären. Die Postbank jedoch zeigt sich uneinsichtig. Deshalb sucht sich K. einen Anwalt und klagt. Wir haben gegen die Kreditbearbeitungsgebühren geklagt, weil sie die Kunden unangemessen benachteiligt. Die Bank lässt sich hierfür eine Leistung vergüten, die sie nicht im Kundeninteresse erbringt, sondern im eigenen Interesse. Dafür soll sie nicht extra kassieren dürfen. Doch das will die Postbank nicht einsehen. Das Verfahren geht durch mehrere Instanzen und landet schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Der entscheidet im Mai, Kreditbearbeitungsgebühren sind unzulässig. Ein Grundsatzurteil, das Rückzahlungsansprüche in Milliardenhöhe auslöst. Keine Bank wird freiwillig ihren Kunden jetzt Geld zurückerstatten. Soweit wird es nicht kommen. Jeder Bankkunde ist aufgefordert, die Gebühr selber einzufordern. Im Internet gibt es an diversen Stellen dazu Musterbriefe. Hat man damit keinen Erfolg, wird man anwaltliche Hilfe brauchen. Die Targo Bank hat jahrelang unrechtmäßig Kreditbearbeitungsgebühren kassiert. Oma Hanne soll überprüfen, ob sich das geändert hat. Die Bank wirbt mit einem passgenauen Kredit. Gibt es einen Kredit, der sich unserem Leben anpasst? Ja. Der wie für mich gemacht Kredit der Targo Bank. Mit Sicherheitsversprechen. Doch den bekommt Hanne hier leider nicht. Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich hätte gerne einen Kredit. 4000 Euro für eine neue Küche. Ein einfaches Anliegen. Doch der Targo-Mann will erst mal ein wenig mit Oma plaudern. Wenn Sie jetzt so gedanklich durch die Wohnung gehen, gibt es da das eine oder andere, was in näherer Zukunft auch noch ausgetauscht werden könnte? Wie meinen Sie das? Na, die Couch zum Beispiel oder sowas. Ach, Sie meinen andere Dinge, die ich kaufen möchte. Und wieder die Darf-es-ein-bisschen-mehr-sein-Masche? Endlich füttert der Mann seinen Computer mit Hannes Daten. Also nach der laufenden Berechnung bekomme ich die 4000 leider nicht genehmigt. 1863 würde ich genehmigt bekommen. 1863? Hanne braucht aber 4000 Euro. Das klingt nicht nach einem Wie-für-Sie-gemacht-Kredit. Dann sagen Sie mal, wie ist denn jetzt der Zins bei den 1800? Was wäre denn bei 1800 der Zins? Ja, da haben wir 11,59%. 11,59%? Da kann ich ja gleich einen Dispo-Kredit nehmen. Mit der vielversprechenden Kreditreklame und den schönen Bildern der Targo Bank hat das nicht mehr viel zu tun. Also in der Werbung sprechen Sie doch von 3,5. In der Werbung sprechen Sie aber von 3%. Das Kleingedruckte sagt aber Bonität vorausgesetzt. Wir haben eine Bonität, aber wir scheitern an ihrem Alter. Wir haben keine Absicherung und da werden über die Zinsen eben die Kosten reingeholt. Das Alter also, immerhin eine ehrliche Ansage. Mit 76 bekommt Oma bei der Targo keine Ratenschutzversicherung mehr und das verteuert den Kredit. Aber es wird sogar noch teurer. Muss ich heute etwas bezahlen? Eine Bearbeitungsgebühr? Wenn, dann in dem Kredit als Individualgebühr. Aber ich bekomme jetzt keine Beratungsgebühr von 10 Euro oder so. Die sogenannte Individualgebühr klingt verdächtig nach Kreditbearbeitungsgebühr. Oma hakt nochmal nach.
Es gibt also keine Bearbeitungsgebühr. Ja, wir haben eine sogenannte Individualgebühr mit drin. Die ist auch ausgewiesen mit 52 Euro. Hier steht einmaliger, laufzeitunabhängiger Individualbeitrag. Das ist die Gebühr. Ja, das ist sozusagen die ehemalige Bearbeitungsgebühr. Das ist, dass Sie Sonderzahlungen machen können, kostenlos. Das ist die Wie für mich gemacht Gebühr. Ja, das sind 3% der Kreditsumme. Aber hören Sie mal, ich habe neulich noch gelesen im Internet, das sei jetzt eigentlich sogar verboten. Aber ich habe da von einem Urteil gelesen vor kurzem, dass Sie das gar nicht dürfen. Also die Individualgebühr ist nicht mehr die Bearbeitungsgebühr, die dürfen wir nicht mehr erheben. Aha, die Individualgebühr ist also keine Bearbeitungsgebühr. Nein, sonst würde da Bearbeitungsgebühr stehen. Dreist. Einfältige Kunden schlucken das vielleicht. Oma nicht. Denn das klingt doch eher nach der alten Umbenennungsmasche. Das ist jetzt ein neuer Name dafür. Also einfach nur ein neuer Name für eine alte Gebühr. Also wir könnten auch auf die Individualgebühr verzichten. Dann steigt allerdings der Zins um etwa 0,5%. Und wenn Sie dann Sonderzahlungen leisten wollen und eine Abfrage bei uns machen, dann zahlen Sie 40 Euro. Eine Abfragegebühr. Also eine Abfragegebühr. Ja, wenn wir etwas für Sie ausfüllen oder so. Jeder Handgriff kostet und Gebühren, die eigentlich verboten sind. Oma findet das langsam nur noch komisch. Gibt es denn auch noch eine Schalterhallenbenutzungsgebühr? Darauf antworte ich jetzt nicht mehr. Auch Oma hat genug vom Gebührendschungel der Targo. Und für Andreas Kunze ist klar, die Targobank versucht noch immer eine Art Kreditbearbeitungsgebühr abzukassieren. Also mit neuen Namen hat die Targobank Erfahrung. Die hießen ja früher Citibank, jetzt Targobank. Und aus Bearbeitungsgebühr haben sie was Neues gemacht, nämlich einmaliger, laufzeitunabhängiger Individualbeitrag. Nicht Bearbeitungsgebühr, aber im Endeffekt genau das Gleiche. Die Targobank hingegen erklärt gegenüber Wieso: Der Individualbeitrag ist nicht mit einer Bearbeitungsgebühr wie in den jetzt vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fällen anderer Banken gleichzusetzen und deshalb auch nicht von der BGH-Entscheidung betroffen. Möglich, dass auch diese neue Gebühr erst durch alle Instanzen gehen muss, bevor sie verboten wird. Also die Entgelte der Banken und Sparkassen sind oft auch sehr fantasievoll. Insofern ist es tatsächlich wie das Spiel mit Hase und Igel, der Wettlauf. Es wird ein Entgelt eingeführt, wir bekämpfen es und Banken lassen sich im Zweifel neue einfallen. Das Rücklastschrift-Benachrichtigungsentgelt. Das ist nicht nur Entgelt, das ist eine Gebühr und das ist richtig teuer. Ich habe eine internationale Überweisung gemacht und ich war so nett, dass ich da ein paar Sachen angeklickt habe und plötzlich waren irgendwie 100 Euro Überweisung, 150 abgezogen. Alle meine Nachrechnungen, auch beim Konto meiner Mutter, haben ergeben, dann hätte keine Kontoführungsgebühr berechnet werden dürfen. Die haben immer einen Grund gefunden. Mhm. Mit Bankentgelten kennt sich Markus Feck von der Verbraucherzentrale NRW gut aus. Immer wieder muss er Banken wegen unzulässiger Gebühren abmahnen. Die findet er in den sogenannten Preis-Leistungs-Verzeichnissen. Diese Gebührenauflistungen soll Markus Feck für Wieso prüfen. Bei den großen Filialbanken sind die in der Regel online zu finden. Viele kleine Volksbanken und Sparkassen aber halten ihre Preisverzeichnisse lieber unter Verschluss. Kein Hinweis auf deren Websites und selbst auf Nachfrage wollen einige ihr Preis-Leistungs-Verzeichnis nicht verschicken. Diesen Banken statten wir Vor-Ort-Besuche ab. Wir geben vor, die Bank wechseln zu wollen und fragen nach dem Preis-Leistungs-Verzeichnis. Ein echtes Preis-Leistungs-Verzeichnis haben wir eigentlich nicht. Oder meinen Sie etwa den Preisaushang? Nein, ich meine das Preis-Leistungs-Verzeichnis. Dann muss ich mal nachfragen. Nee, sowas haben wir nicht. Jedenfalls nicht für Kunden. Wir haben nur sowas Internes, da steht drin, was in welcher Abteilung abgelegt ist und so. Ich als Kunde habe einen Anspruch darauf, dass die Bank mir das Preis-Leistungs-Verzeichnis vorlegt, dass ich weiß, wann verlangt meine Bank, meine Sparkasse ein Entgelt. Insofern, wenn der Preisaushang nicht vollständig ist, reicht er nicht. Das ist im BGB geregelt und sogar vom Bundesgerichtshof bestätigt. Trotzdem versuchen die Banken, uns immer wieder abzuwimmeln mit der Preisaushangmasche. Ich würde gerne Ihr Preis-Leistungs-Verzeichnis haben. Das hängt draußen. Das komplette Preis-Leistungs-Verzeichnis? Ja, da steht alles drauf, was Sie wissen müssen. Doch das stimmt nicht ganz. Draußen hängt der nur 5-seitige Preisaushang und der zeigt nicht alle Gebühren. Ich brauche das ausführliche Preis-Leistungs-Verzeichnis. Das ausführliche? Da muss ich mal nachgucken.
Okay, ich kann Ihnen das ausdrucken. Sie dürfen es aber nur hier in den Geschäftsräumen lesen. Was hat die Bank denn zu verbergen? Wir dürfen das Preis-Leistungs-Verzeichnis nur unter Aufsicht einsehen und finden zum Beispiel eine überteuerte Rücklassschrift-Benachrichtigungsgebühr. Als wir das Papier abfotografieren, gibt es Ärger. Fotografieren ist nicht erlaubt. Aber nicht überall ist man so zugeknöpft. 10 von 21 Sparkassen und Volksbanken händigten uns ihre Preis-Leistungs-Verzeichnisse aus. 6 Banken ließen uns vor Ort Einsicht nehmen. Aber es gab auch 5 Totalverweigerer. Immerhin 2 davon räumen später ein, dass es ein Versehen war, die Preis-Leistungs-Verzeichnisse nicht auszuhändigen. Inzwischen hat Markus Feck die Preis-Leistungs-Verzeichnisse von 15 Filialbanken geprüft. Das sind gut 300 Seiten eng bedrucktes Papier, hunderte von Posten. Für unzulässig hält er Klauseln unter anderem in den Preis-Leistungs-Verzeichnissen von Targobank, Santander, Hypo Vereinsbank und Sparda-Bank Berlin. Es ist zum Beispiel bei der Targobank ein Entgelt, das die Bank verlangt, wenn denn eine Lastschrift eingelöst wird, trotz mangelnder Kontodeckung. Das ist etwas, was die Targobank gesetzlich leisten muss, die Information des Kunden, wenn denn ein Zahlungsvorgang ausgelöst wurde. Dann haben wir hinten bei der Hypo Vereinsbank ein Entgelt, das die Bank verlangt, wenn denn die Karte gesperrt wird. Das ist unseres Erachtens auch unzulässig, denn die Karte muss gesperrt werden. Das ist eine Pflicht, die der Gesetzgeber den Banken aufgegeben hat. Auch die Sparda Bank Berlin verlangt eine solche unzulässige Kartensperrgebühr. Was zahlen Sie fürs Girokonto? Fürs Girokonto zahlen? Nö. Doch am liebsten zeigt man zufriedene Kunden, die sich freuen, dass alles gratis ist. Wir fragen nach. Warum kostet das denn 7,50 Euro, diese Kartensperrung? Ja, das ist eine Dienstleistung, die Sparda Bank sich in diesem Rahmen bezahlen lässt. Aber eigentlich hat doch die Sparda Bank was davon, wenn ich meine Karte sperren lasse. Ich mag da jetzt nicht argumentieren. Okay. Ich habe jetzt mal parallel gegoogelt. Es gibt so eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Düsseldorf, 2012 war das, dass das unzulässig ist, wenn Institute sich das ersetzen lassen von ihren Kunden. Das mag wohl sein, das weiß ich nicht. Okay, das heißt, Sie handeln da quasi rechtswidrig. Nein, aber ich schließe aus, dass wir hier über Jahre bei einer so großen Kundenschar rechtswidrig handeln. Naja, wäre nicht das erste Mal, dass sowas durchrutscht. Okay. Naja, das wäre letztlich vom Vorstand unserer Bank zu besprechen mit Ihnen. Das heißt, ich soll dem Vorstand schreiben deswegen? Die Schiene, auf die Sie mich da bringen wollen, das hat nichts mehr mit dem Wunsch zu tun, ein Girokonto bei unserer Bank zu eröffnen. Doch, eindeutig. Ich will ja bloß wissen, was dann passiert, wenn ich das Girokonto eröffnet habe und dann meine Karte verliere zum Beispiel. Dann werden wir Sie sperren. Sie bezahlen diese Sperrgebühr und können bei Bedarf eine neue bestellen, die auch wieder eine Gebühr kostet. Gegenüber Wieso erklärt die Sparda Bank Berlin, dass die Kartensperrgebühr juristisch gesehen nicht zu beanstanden sei. Die Kritik von Verbraucherschützern nehme man aber zum Anlass, diese Gebühren in unserem Haus entsprechend zu prüfen. Nicht nachvollziehbare oder gar unzulässige Gebühren, das kommt nicht gut an bei den Kunden. Ich würde Sie bitten, mir zu sagen, ob Sie Ihrer Bank vertrauen. Ja, nein, vielleicht. Also vielleicht. Ja. Hat nachgelassen, gelb. Okay, halb und halb. Dann danke ich Ihnen sehr. Ja. Die Bank will Profit machen. Es werden die Produkte verkauft, die der Bank am meisten Geld bringen. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, den roten Ball. Ja. Hannes letzter Kandidat, die Santander Consumer Bank, die mit einer Bestpreisgarantie wirbt. Doch Oma kommt nicht weit. Kaum, dass die Beraterin einen kurzen Blick auf Hannes' Unterlagen geworfen hat, verlangt sie Sicherheiten. Anhand meiner Rente sagen Sie jetzt schon, ich brauche Sicherheiten? Na, wenn Ihnen was passiert und der Kredit läuft noch, wie soll das dann mit der Rückzahlung funktionieren? Ihre Rente würde schon reichen, aber wenn Sie keine Sicherheiten mitbringen, ist das ein Problem. Oma soll nicht abgesichert sein? Ihre Rente kommt sicherer als jedes Gehalt. Und außerdem ist sie Immobilienbesitzerin. Ich habe ja noch eine Eigentumswohnung. Die können wir bei 4.000 Euro aber nicht berücksichtigen, weil wir da ins Grundbuch gehen müssten. Vielleicht scheitert Oma ja noch an einer anderen Hürde. Wie ist denn Ihre Altersgrenze? Sie haben doch eine Altersgrenze. Jein. Also wenn Sie eine Lebensversicherung abschließen wollten, geht das auch nicht mit jedem Alter. Davon haben Sie aber am Telefon nichts gesagt. Sie haben mir nur gesagt, welche Unterlagen ich mitbringen soll. Ich hatte eben nicht nach dem Geburtsdatum gefragt. Also doch das Alter. Mit 76 bekommt Oma nämlich keine Ratenschutzversicherung mehr und ohne die will die Bank den Kredit nicht rausrücken.
Ja, was wollen Sie denn eigentlich alles mehr an Sicherheiten haben? Ich habe eine zuverlässige Rente. Ich habe eine Eigentumswohnung. Wir brauchen eine 1:1 Sicherheit, um das Risiko der Bank zu minimieren. Sie brauchen eine 1:1 Sicherheit? Also wer 4.000 Euro bei Ihnen haben will, muss erst mal 4.000 mitbringen. Naja, wir machen das manchmal auch so, dass wir Sparguthaben verpfänden als Sicherheit. Wenn ich so ein Sparguthaben hätte, würde ich doch hier nicht sitzen. Völlig absurd. Für Andreas Kunze ist der Fall klar. Mein Eindruck ist, dass die Santander Bank eine ganz sture Altersgrenze hat, aber ziemlich rumeiert und das nicht sagen will. Am Anfang hieß es, man bekomme keine richtige Versicherung mehr für sie. Dann hieß es, man brauche eine 1:1 Sicherung, also man muss das Geld mitbringen, was man als Kredit haben will. Für mich macht das alles keinen Sinn. Die Santander Bank weist den Vorwurf der Altersdiskriminierung zurück. Altersgrenzen gäbe es nicht. Das Partnerversicherungsunternehmen allerdings habe ein Höchsteintrittsalter von 70 Jahren. Oma sei an fehlenden, adäquaten Sicherheiten gescheitert, behauptet die Bank. Schließlich gibt die Beraterin Hanne noch einen Tipp. Sie soll es bei einem Händler versuchen. So wird dieser Baumarkt zur letzten Bank im Test. Beim Küchenkauf gibt es sogar eine 0% Finanzierung. Kreditgeber ist auch hier die Santander Bank, bei der Oma gerade gescheitert ist. Doch hier kommt es anders. Wie viele Monate wollen Sie denn finanzieren? Ach, das kann ich mir aussuchen. Ja, das ist frei wählbar. Okay, na ja, das hängt davon ab, wie hoch die Rate ist. Na, bei 12 Monaten sind das 333 Euro im Monat. Aha, hier also gibt es wirklich den Wünsch-dir-was-Kredit. Ob sich Oma die Raten aber überhaupt leisten kann, prüft der Baumarktmitarbeiter jedoch nicht. Ist das immer der gleiche Zins? Ja, das ist immer 0%. Ob 12, 24 oder 48 Monate. Wir bezahlen das ja dann. Der Baumarkt übernimmt also Omas Zinsen. Aber auch das Ausfallrisiko? Eine Kreditabsicherung verlangt der Händler nämlich nicht. Er gibt Hannes Daten ein und in wenigen Minuten hat die Santander den Kredit genehmigt. Plötzlich ist Oma also doch kreditwürdig. Die Santander Bank erklärt dazu, dass die Kaufpreisfinanzierungen über Händler ein Massengeschäft seien, wo ein einzelner Kreditausfall aus geschäftspolitischen und wirtschaftlichen Gründen leichter zu verkraften sei. Gut für Oma Hanne, denn so hat sie die Bank ausgetrickst. Allerdings bleibt bei dieser Art der Kreditvergabe der Verbraucherschutz auf der Strecke, findet Andreas Kunze. Was sehr schön klingt für unsere Oma für diesen Fall, ist natürlich aber auch gefährlich. Denn es könnte tatsächlich jemand mal hinkommen, der sich so einen Kredit nicht leisten kann. Und wenn wir ihn hier bei OBI offenbar, also ohne jegliche Prüfung, ohne Prüfung des Einkommens, ohne Prüfung der Ausgaben, also in 0, nix an Kredit vergeben wird, ist das für die Kunden auch möglicherweise sehr gefährlich. Nicht nachvollziehbare Kreditentscheidungen, unzulässige Gebühren, überteuerte Zinsen. Die Maschen der Banken sorgen dafür, dass das Vertrauen der Kunden schwindet. Spatzel, holst mal einen roten Ball und machst bei Nein rein. Sehr gut. Bravo. Selbst der eigenen Hausbank trauen nur noch wenige. Die Maschen der Banken kommen bei den Kunden ganz schlecht an.